Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Warhammer 40.000 Gladius Relics of War. Wir haben Kontakt mit Orks, wuppdido, und eine zweite Tyranniden-Fraktion. Yeah, das Leben wird beschissener. Was ist denn eigentlich das da oben? Das Omniskop. Oh, das erhöht die Fernkampfgenauigkeit. Ja, jetzt hat irgendwie keiner von unseren Helden irgendwie so richtig eine Fernkampffähigkeit. Also nicht so richtig. Um es mal so zu sagen, na gut, jetzt gucken wir mal, wie wir jetzt hier lästig sein können. Das ist jetzt erstmal so unsere Hauptsorge. Denn wir wollen ja hier diesen Alternativ-Nekros zeigen, dass wir alternativlos sind. Ha, ha. Da finden wir auch schon die ersten. Triarch-Prätorians. Es sind gar nicht so viele, wie ich erst befürchtet habe. Das ist schon mal eine gute Nachricht an der Stelle. Also dann doch mal eine kleine Abordnung, um die wir uns hier kümmern müssen. Ja, ihr flitzt da hoch. Währenddessen ihr euch hier noch weiterhin regeneriert. Wir haben wieder mal ein paar Tomb Blades produziert. Ja gut, dann fahrt mal. Irgendwas, ihr könnt ihr euch kurz mal noch ein bisschen schneller machen. Der nächste Runde schneller da, weil hier brennt nämlich so richtig hart die Bude. Oh, Scheibenkleisterei. Also ich versuche jetzt hier ein Rückzugsgefecht zu organisieren, zu arrangieren so ein bisschen. So gut es halt möglich ist. Und hier diesen Tyranidenkrieger nochmal eine mitzugeben. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht tödlich für uns hier endet. Aber um die jetzt überhaupt... Oh, au, 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 au. Um die überhaupt da rauszukriegen, muss ich ja die erstmal killen. So, jetzt habe ich die immer ein bisschen bewegt. Ein bisschen. Dann gehst du noch dahin, brezelst jetzt hier dem Carnifex eine drauf. Ja, der spürt das. Das kann man durchaus so sehen. Und weil die sowieso gerade... Warte mal, ich habe eine lustige Idee. Wir haben genügend Punkte. Ich heile die mal. Dann haben sie wenigstens ein bisschen mehr Power. Dann rennen sie da runter. Und dann können sie ihm nochmal eine mitgeben. Einfach in der Hoffnung, dass der dadurch jetzt hier richtig, richtig die Lust verliert an allem. Ja, diese Jungs hier sind immer noch so ein bisschen so ein Problemfaktor. Ich würde eigentlich ganz, ganz, ganz... Ach nee, das sind kleine. Ja, da brauche ich ja eigentlich nur normale normale Soldaten, ne? Die machen wir weg. So gut wir können. Da drüben ist nochmal der Alpha-Krieger. Den vernichten wir genauso wie seine Kollegen hier. Weg ist der Alpha-Krieger. Ja, auch wenn er sich hier nochmal so ein bisschen zur Wehr setzt. Das ist mehr so ein Rumgezicke. Wenn Tyranniden zicken. So, und jetzt machen wir den hier noch weg. Und dann können wir uns eigentlich auch um das da langsam anfangen zu kümmern. Zumindest in der Theorie. So. Also unsere Zweitarmee hat hier wirklich ganz schön gelitten, aber... Ich würde behaupten, wir sind hier gerade eben auf einem guten Weg. Oh, da ist nochmal ein gegnerischer Kryptek. Das sind mehrere gegnerische Krypteks. Mehrzahl. Okay. Nicht unbedingt erwartet, dass jetzt hier davon so viel rumlaufen. Der kann maximal bis da... Ne, warte mal, hä? Ich wollte Fähigkeiten verteilen. Ja, besser als nix. Ne? Du bleibst hier kurz einfach mal stehen und heilst. Und schon sind unsere Möglichkeiten wieder erschöpft. Wir machen übrigens nur noch minus ein Arzt. Super! Wir bauen hier weiteren schwere Destroyer. Ich bin am überlegen, ob wir nicht jetzt doch hier mal ein bisschen in die Forschung investieren sollen. Es sind nur 10% mehr, die wir dadurch einen Boost bekommen. Aber doof wäre es nicht. Ich meine, wir haben jetzt hier 4 Loyalität. Das ist gut. Komm, wir machen mal hier ein bisschen was in Forschung. Und die andere Stadt ist diese hier. Die produziert gerade eben keine Units mehr. Ja, komm nochmal in die Annihilation Barge.
Und schon ist unser Zug hier vorbei. Oh wei. Um mal ganz, ganz schlecht und billig zu reimen. Die haben da drüben immer noch ein Problem mit den Synapsen. Aber yikes, es ist hier noch viel zu früh, um sich zu freuen. Aua, aua, aua. Da kommen noch mehr Liktoren. Nein, ey. Die Liktoren. Ich werde Albträume bekommen von den Liktoren. Das Schlimmste, was mir je begegnet ist in diesem Spiel. Diese Horde von Liktoren. Oh, beziehungsweise auch mehrere Kryptex, die sich gegenseitig hochheilen, sind auch nicht gerade ohne. Au. Naja, so schlimm war es gar nicht. Dieser Lord hier ist mittelgefährlich. Aber in der Kombination sind sie halt dann doch wiederum gefährlich. Ey, ja, zu viele Kryptex. So, wir haben die Doomsday Ark. Zumindest können wir sie jetzt endlich produzieren. Ich denke, wir gehen jetzt mal dahin. Hier gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja, baller mal auf den da drauf. Den Lord würde ich nur allzu gerne loswerden. Wird schwierig, den hier auszuschalten. Jetzt gucken wir mal. Ich kann hier, Moment, den hier zurückbewegen. Der kann aber auf nichts schießen. So, dann holen wir uns jetzt hier mal diese Unit dran. War das seine Aktion für diese Runde? War es das leider. Ja, aber das macht nichts. Denn die machen wirklich viel Schaden, auch an ihm hier. So, da la. Bewege ich die Doomsday Ark oder will ich ihn daran? Nee, ich will ihn daran bewegen. Ich kann es theoretisch heilen, aber das Problem ist, ob mir das was bringt. Ja, es bringt mir schon was. Und zwar hier. Ich heile diese Unit jetzt hier. Der ist jetzt im Grunde weitgehend safe fürs Erste. Hier fahren wir daran. Und du, ja, hast keine Möglichkeit, irgendwas zu tun, also heilst du dich kurz mal. Du wartest hier einfach. Du bretterst hier mal drauf. Und jetzt zusammen hier mit unserem kleinen, schweren Destroyers machen wir hier diesen komischen Triarch-Stalker das Leben zur Hölle. Wo wir gerade eben auch noch gar nicht damit aufhören wollen. Shit. Oh man, es fehlt. Mir fehlt so ein bisschen so eine Undo-Funktion, ne? Ich weiß nicht, ob es die gibt. Wenn es sie gibt, dann kenne ich sie nicht. Die werden ja wieder angreifen, wenn ich zu nah rangehe. Das Spielchen kennen wir doch schon. Das Spielchen kennen wir doch schon, deswegen müssen wir es von hier aus machen. Also wie gesagt, die müssen weg, die Liktoren. Das ist das Schlimmste, was die haben. Dafür opfere ich jetzt hier sogar hier diese Annihilation Barge, wenn es sein muss. Hier ist es tatsächlich wert, dafür geopfert zu werden. So, du ziehst dich hierhin zurück. Hier oben läuft's immer noch ganz super. Das gehört jetzt uns. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an hier mit Aufräumen, ne? Du gehst jetzt noch dahin, machst dir weg. Bis dahin, machst den Venator weg. Du gehst dahin, machst den da weg. Jawohl, das läuft. Jetzt können wir anfangen, hier das Gebäude zu attackieren. Ja, du... Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel jetzt dahin gesprungen ist. Ich habe eigentlich da gar nichts gerade gemacht. Sehr geil. Boah, sag mal, wieder minus 9. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wir haben jetzt immerhin plus 3 Loyalität. Wuppdidu. Mehr Erz. Das Erzproblem wird niemals enden. Habe ich so das Gefühl, wir produzieren noch mal ein paar ganz normale Krieger. Einfach mal was Billiges obendrein.
Buchdringende Inschriften. Nein. Jetzt gucken wir mal. Kryptek. Forschungspunkte. Ja, Triarch Praetorians. Hätte ich ehrlich gesagt schon mal längst mal gerne. Um die herzustellen. Die könnten dann nämlich so weit gehen, so ein bisschen die normalen Necron-Krieger ersetzen. Oder hat man mal so richtige Fronteinheiten, die im Nahkampf stehen können. Komm, das machen wir mal. Das könnte vor allem gegen die Orks sehr, sehr wichtig werden. Und was passiert jetzt hier oben? Also, das ist auf jeden Fall ein richtiger Krieg, der gerade eben abläuft. Nicht so wie gegen das Astra Militarum, über die wir einfach mal so drüber gerutscht sind. Hier, ja, ist es eine Schlacht, auf der wirklich, also eine richtige Materialschlacht, die hier stattfindet. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie die Tyranniden allzu sehr beeindruckt. Würden Sie mal bitte das lassen? Ich fange an, es zu hassen. Autschi. Na, man sieht, die können schon was, die Triarch Praetorians. Und so ein richtiges, lästiges Volk. So, haben wir immerhin mal eine gekillt, bevor sie hier in den Nahkampf gehen. Gut, dann... Ich komme da nicht drauf, ey. Darauf komme ich nicht klar. Ja, komm, den können wir jetzt hier tatsächlich weghauen. Krass. Ja, das war der Lord von denen. Oder eine Variante davon. Ich würde mal sagen, es wird Zeit hier mal... Oh, ich mache da so gut die... gar keinen Schaden mit der Fähigkeit. Das ist überraschend. Sogar sehr überraschend. Und hier? Da mache ich 5 Schaden. Und da 1. Ja komm, also dann will ich ja 5 Schaden machen. Das ist ja das Mindeste. Mhm. Der ist jetzt fast down. Da komme ich bloß überall nicht hin. Hier komme ich drauf. Aber dafür muss ich Nahkampf. Also muss ich jetzt mit dem Ding da hinlaufen. Ja, natürlich. Also gut, das würde 6 Schaden machen. Und das würde 6,7 Schaden machen. Na gut. Hätte nicht gedacht, dass hier der Bündelstrahl da mehr Schaden macht. Ist ein bisschen irritierend, aber... I take it. Mhm. Problem ist, wir kommen nicht durch. Wen will ich schützen? Ganz ausnahmsweise mal die Unit. Die warten mich hier gerade eben angegriffen und tankt das Ganze hier so ein bisschen für uns. Ja, dich überspringe ich. Du kannst hier noch mit draufhalten. Kostet sie nochmal eine Einheit. Du ballerst den jetzt weg. Und das können wir hier gleich von hinten angreifen. So, wir sind jetzt da und sie werden es bereuen, dass sie angegriffen haben. Ihr wollt mich doch trollen, dass ich da nicht drauf schießen kann, nur weil da dieses komische Teil im Weg ist. Es ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ah, super. So. Ja gut, du fährst da jetzt auch rüber wieder. Und da kommen auch schon die nächsten Necron-Krieger. Ja, die sind halt auch echt flux gebaut. So, eine Annihilation Barge nach Norden. Was machen wir hier jetzt? Ganz im Ernst, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir uns hier oben wieder zusammenschließen sollten mit den anderen Truppen. Das heißt, Rückzug von dieser Position. Und dann hier oben weitermachen. Das ist wichtig, das Ding auseinanderzunehmen. Komm, ich möchte doch noch schießen, ey. 10 Schaden, gut. 11 Schaden. Wie viel Schaden kann ich an dem machen? 16. Es wäre mir halt wichtig, dass wir die jetzt hier richtig runterballern können, bevor wir hier noch weiter unter Druck gesetzt werden können von der Flanke hier.
Du machst hier halt echt fast kein Damage. Und ihr macht hier auch fast kein Damage. Ich stelle mich dahin, in den Weg mit den Units hier. Diese Necron-Krieger sind nicht ganz so wichtig, aber es ist wichtig, dass wir das Teil hier zu Fall bringen. So, Städtchen, wir machen jetzt unsere erste Doomsday-Arc. Die dauert eine Weile, aber dann ist sie dafür umso geiler, wenn wir sie haben. Mal überlegen, was sollten wir hier noch reinbauen? Wir bauen ja inzwischen jetzt hier schon Forschungsgedöns. Dann bauen wir aber gleich mal das zweite hier noch rein. Das geht nämlich recht schnell, dauert nur zwei Züge. Ich würde mir überlegen, ob ich nochmal einen weiteren Destroyer Lord produzieren soll. Oder einen weiteren Kryptek. Eigentlich einen weiteren Kryptek. Wir brauchen noch mehr Units, die irgendwie heilen. Das würde uns ja gerade eben im Norden richtig was bringen. Und trotzdem müssen wir zusehen, dass wir immer noch mehr Erz produzieren. Unsere Erzschmiede hat zu wenig Bevölkerung, das habe ich schon gesehen. Oh, da kommt noch richtig, richtig viel. Eieiei. Scheiße, die Liktoren. Oh shit, oh shit, oh shit. Also dieser Kampf gegen die Tyranniden ist nach wie vor für uns einfach der wahrste Albtraum. Aber die haben halt auch jedes Mal das Glück, oder ich habe halt einfach immer wieder das Pech, beziehungsweise die strategische Fehlentscheidung getroffen, immer wieder gegen sie zu kämpfen, wenn dann halt auch noch eine Zusatzarmee dazu kommt. Wobei ich zugeben muss, als ich entschieden habe, dass ich sie angreife, habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da nochmal so eine Zweitarmee auftaucht. Das war so ein bisschen so ein Bonus, den man nicht unbedingt haben muss. Das ist hier halt eine total elitäre Armee geworden. Wenn sie überlebt. Geil, wir wurden alle geblendet. Mhm. Episch, awesome. Na fein, na fein, na fein. Der räumt jetzt hier auf. Ist nicht so gut. Es sind so viele von denen. Komm, lauf dahin. Da machst du 1,8 Schaden. Oh, die. Ja, leck mich doch. Immerhin habe ich mal eine abgeschossen. Das Gebäude macht fast gar keinen Schaden in diesem Lord. Finde ich geradezu entsetzlich. Ist uns nur zwei Schaden. Dieser Lord ist wirklich pain in the ass. Irgendwo muss ich jetzt mal einen Durchbruch erzielen und ich denke, hier ist noch der beste Punkt dafür. Solange die noch da sind. Halt auch wieder nur einer, der draufgegangen ist, ne? Na komm, mach die weg. Dann können wir da reinlaufen, über die Flanke. Jetzt will ich ja aber mal was sehen. So ein bisschen Bewegungsfreiheit. Dankeschön. Davon reden wir doch die ganze Zeit hier. Sehr gut. Können wir da hingehen? Oh, da steht natürlich einer. Geil, hätte ich da hinlaufen sollen. Dieser Lord hier will auch noch ein bisschen Besuch. Gut ist halt, dass er echt gut Schaden dadurch bekommt. So, 3,3 ist halt auch mehr, als das wir sonst machen würden. Und damit kriegen wir ihn weg. Dann kann er nämlich nicht geheilt werden. Das ist so wichtig. So unfassbar wichtig, dass er nicht geheilt werden kann. Gut, hier kommen nochmal ein paar Necron-Krieger. Also selbst wenn wir jetzt im Norden verlieren, und so wie es aussieht, passiert das gerade eben, können wir uns theoretisch im Süden wieder neu sammeln. Aber wichtig wäre es mir jetzt hier, das hier auszuschalten.
hoffe ja auch mal, dass das Ding natürlich jetzt kaputt ist. Nach diesen ganzen Attacken. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich reicht's nicht. Nein, es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, bei weitem nicht. Na ja, gut, wir halten weiter drauf, ne? Du ziehst dich zurück. Ihr zieht euch jetzt alle mal hier so ein bisschen zurück. Das bringt ja nichts mehr, diese zusammenschließen. Ich kann nur hoffen, dass die armen Teufel da oben es irgendwie noch hinbekommen, das Ding auseinanderzunehmen. Das würde die Tyranniden zumindest ein bisschen zurückwerfen. Aber auch wirklich nur ein bisschen. So, wir bauen nochmal ein paar schwere Destroyer und beenden den Zug. Dafür, dass wir eigentlich so eine große Lokalmacht sind. Also ich meine, guckt mal an, wie groß die Map ist, die wir kontrollieren, ne? Stressen uns hier diese kleinen Biester schon ordentlich. Autsch. Ja, also für die ist jegliche Rettung zu spät. Wir können nur hoffen, dass sie jetzt hier noch ihre Mission erfüllen können. Was auch schon unwahrscheinlich wird, oder? Ich bin mir nicht sicher. Fighten aber auch echt wie die Irren um dieses Gebiet. Aber ganz im Ernst, hier oben da nochmal eine Siedlung hinbauen, wäre natürlich schon witzig, um diesen zusätzlichen Schadensboost auf ewig behalten zu dürfen. Au. Oh, bitte nicht. Ja, das könnte es für die gewesen sein. Das war's auch, die. Ja, Level 10. Schade. Naja. Hier wird halt auch ein bisschen, wie heißt es so schön, im, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ne? In dem Fall trifft es halt voll zu. Muss der Lord auch noch drauf gehen. Auf jeden Fall mache ich hier genügend Schaden an ihm. Ist jetzt noch dahin. Du musst jetzt hier sogar in den Nahkampf, wenn du den hier angreifen können willst. Das tötet ihn leider nicht. Scheiße. Ich komme nicht ran. Außer ich mache so, dann ist er weg. Warum nicht? So, jetzt gehe ich mal da ran. Dadurch bekomme ich jetzt hier das Ding hier. Na also. Das ist jetzt das Ding, was wir hier kontrollieren müssen. Das kann ich sogar wegbewegen. Ha 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 ha. So. Diese schöne Kontrollvorrichtung. Heilen wir hier den Destroyer Lord. Ah, diese Unit kann jetzt hier doch noch mit rein. Na komm, die stelle ich mal schützend davor. Und knall da mal hier auf diese Triarch Praetorians drauf. Dem brennen wir einen aufs Fell. Die können sich wieder zurückziehen. Ich glaube, auch dieser Lord hat es jetzt hinter sich. Na also. Ich will, dass du da hinläufst. Und den hier einen aufs Fell brennst. Ja, natürlich wehren sie sich erstmal. Hier gibt es noch so viel Fluchtarbeit zu leisten. Eieiei. Alle mal erstmal nach Hause, ne? So schnell es geht hier von denen, die hier noch leben. Verpieselt sich auch. Und ihr macht jetzt hier das, wofür wir euch hier zurückgelassen haben. Einen Heroenakt. Sondergleichen. Jawohl, das war wichtig. Das war wichtig, weil die verlieren halt den gesamten Progress hier bei der Stadt, ne? Und deswegen habe ich das gemacht. Auch wenn sie jetzt dabei draufgehen, aber mir war es das wert. So. Wir brauchen noch mehr Erz. Aber das Problem ist, wir bräuchten jetzt eigentlich schon bei 14 Bevölkerung. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder eine andere Zone hier bauen. Uns einverleiben, um dann erstmal wieder die Bevölkerung hier überhaupt liefern zu können. Boah, hier müssen wir auch im Grunde schon wieder was in der Richtung bauen, um mehr Bevölkerung zu bekommen.
Ja, dann bauen wir doch mal den Bevölkerungsheini da noch mit rein. Gut beenden. Und nu? Ja, die haben jetzt hier echt ein Problem mit ihrer Moral, weil sie keine Synapsen. Also sie haben ja eine Synapsenproblematik. Wobei ich bin mir nicht sicher, der müsste doch eigentlich eine Synapseneinheit sein. Nee, so nicht. Der Trigon ist auch keine Synapsen-Unit. Das ist witzig. Also es sind schon einige, aber es sind bei weitem nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass jetzt hier gleich alles voll ist. Naja, die kommen ja trotzdem nicht mehr weg, ne? Rechne einfach nicht damit, dass sie hier noch eine Chance haben, wegzukommen. Oh. Vielleicht doch. Ein paar letzte Kryptex hier, die ich jetzt echt wegbolzen muss, ey. Mein Gott. Aber welche Stufe habt ihr? Stufe 9. Ihr müsst jetzt nicht drauf gehen. Echt nicht. Royal Lord geht es mal dahin. Haut da drauf, komm. Blöder Kryptek. Stinkender Kryptek. Lord killt diesen Kryptek. Das war gut. Du kannst da hingehen. Oh, das ist das Ende von dem Kryptek. Sauber. Bekommt ihr da drüben eigentlich auch XP dafür? Tatsache. Cool. Jetzt burnen wir den hier noch weg. Und dann haben wir es. Auch wenn sie noch ein bisschen zäh sind. Ja, heilen geht nicht. Was mache ich jetzt mit dem Teil eigentlich? Nicht in die Necron-Armee, ja, die müssen wir jetzt erstmal noch vernichten. Das ist eigentlich alles. Sonst gibt es da gerade nichts mehr zu tun. Ich schließe diese Armeen jetzt hier einfach zusammen. Ist im Grunde jetzt eine neue Armee. Auch wenn nur die Hälfte davon im Grunde der ursprünglichen entspricht, aber hey, so ist es halt. Verstärkungen muss es immer wieder geben. Und da ist unsere erste Doomsday Arc. Oh yeah, 14,4 Schaden. Hier zwei verschiedene Waffensysteme. Ich muss hier noch die Gauss-Desintegrationsphalanx einsetzen. Das ist dann quasi, wenn man. Oder kann ich das überhaupt schon? Ich glaube, das kann ich schon. Das ist dann so ein Artilleriemodus, wenn ich mich nicht irre. Mit Betonung auf, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, hier noch einiges rauszuholen. Und ihnen immerhin zwei Städte wegzunehmen. Ich betrachte das nach wie vor als einen Erfolg. Auch wenn ich jetzt hier natürlich noch verzweifelt versuche, mich zu verpissen. Wird aber nicht klappen. So. Liktoren schon wieder, wie ich sie hasse. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hier. Egal. Einheiten befehligen. Stadt befehligen. Wir brauchen wieder mehr Bevölkerung. Wird da hingesetzt. Dauert 4 Runden. Perfekt. Danach kannst du hier weitermachen mit dem Erz. Nächste Stadt befehligen. Mehr Infanterie braucht das Land. Dauert 2 Turns. Perfekt. Hier oben, kann ich da überhaupt noch irgendwas bauen? Müsste eigentlich gehen. Ja, hier, da. Bevölkerung. 18 von 18 sind benötigt. Also wir müssen hier nochmal ein weiteres Bevölkerungsslöttchen einplanen. Und wir bauen natürlich nochmal eine weitere Doomsday Arc bei der Gelegenheit. Und dann würde ich aber mal sagen, liebe Leute, wir gucken da mal, wie es jetzt beim nächsten Mal weitergeht. Jetzt haben wir immerhin schon mal einen wichtigen Teil hier nochmal erledigt. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass die Orks sich vielleicht mal mit den Tyranniden kabbeln. Das würde uns dann die Gelegenheit geben, hier nochmal einzugreifen.
einfach nochmal jetzt hier so einen taktischen Rückzug und mal die KI sich gegenseitig verprügeln lassen. In dem Sinne, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüssi und ade.